Jetzt blühe ich wieder auf. Es ist doch eine meiner Lieblingsstädte. Man hat das Gefühl, man ist in einer, auf einer Heide und dann, wenn man weiterläuft, kommt man in die Kiesgrube und dann findet man auch tolle und dann eben diese doch relativ junge Wald. Also es ist, und das unmittelbar in München, also das ist schon sehr schön. Und das Ganze am Ortsrand von der Perlach. Das Ganze hier haben wir im Sommer besucht, sind von Ameisen zerfressen worden. Dann im Herbst, als die Blätter blühten. Jetzt das Ganze mal im Winter. Das alles hier im Ortsrandgebiet von der Perlach. Wie kommen die Kinder dann auf den Rodelhügel? Ich schaffe ihn hoch. Total vereist der Berg. Und hier kommt man. Und oh, das ist ja ein riesen Rodelhügel hier. Dagegen muss man aufpassen auf einen Riesenbärenklau, den man nicht berühren darf wegen Verletzungsgefahr. Im Sommer sieht man den ja richtig schlecht, aber jetzt hier im Winter sind das die einzig großen Stauden, die noch scheinbar übrig geblieben sind. Da drüben geradeaus wachsen welche mitten im Feld drin und auch im Wald. Und deswegen sollte man auch aufpassen, dass man nicht zu tief in den Wald geht. Gibt es auch einige freistehende Riesenbärenklaus.
Und hier ist nur der kleine See.